Wenn du Aktien analysierst, was nutzt du dann? Eher die fundamentale Analyse oder eher die technische Analyse? In diesem Video schauen wir uns genau diese beiden Formen einmal gemeinsam an und welche Vor- und welche Nachteile sie haben. Damit kannst du dann die Stärken der jeweiligen Analyseform für dich nutzen und sie so optimal kombinieren, dass du damit deinen Börsenhandel noch deutlich verbessern kannst. Hast du das Problem häufiger, dass du Aktien analysierst, aber dann deine Prognose nicht eintrifft? Verstehst du oft nicht, warum sich eine Aktie verhält, wie sie sich verhält? Und triffst du auch häufiger nicht so richtig den optimalen Einstiegs- und Ausstiegspunkt bei deinem Aktienhandel? Stell dir vor, wenn du genau weißt, welches Analysetool du nutzen musst, um damit bessere Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Und wie viel besser wird dein Aktienhandel, wenn du viel besser verstehst, wie sich eine Aktie wahrscheinlich verhalten wird? Und genau das liefert dir die optimale Kombination aus Fundamentalanalyse und technischer Analyse, die wir uns gemeinsam in diesem Video anschauen. Natürlich, auch damit hast du niemals exakte Gewissheit. Du weißt nie ganz genau, wie sich eine Aktie verhalten wird, wie sich entwickeln wird. Aber deine Trefferwahrscheinlichkeit wird sich einfach signifikant verbessern. Zuvor aber, wie immer, lade ich dich ein, abonniere unbedingt den Kanal hier unter dem Video, falls du das noch nicht gemacht hast. Und dann bekommst du jeden zweiten Mittwoch wertvolles Börsenwissen, damit du deinen Börsenhandel auf das nächste Level heben kannst. Starten wir zunächst mit der Fundamentalanalyse. Du musst bei der Fundamentalanalyse zwischen der Makroanalyse und der unternehmensspezifischen Analyse unterscheiden. Die Makroanalyse, das sind Konjunkturzyklus, Geld- und Zinspolitik, ökonomische Frühindikatoren wie zum Beispiel PMIs, also PMI sind Purchasing Manager Indices, Einkaufsmanager Indices, Arbeitsmarktdaten und so weiter. Die Makrodaten geben dir in ihrer Gesamtheit einen guten Überblick über das Umfeld, in dem Unternehmen ihre Geschäfte machen. Grundsätzlich ist es vorteilhaft, in der Rezession und am Beginn eines Aufschwungs Aktien zu kaufen und am Ende eines Booms und beginnenden Abschwungs zu verkaufen. Das liegt einfach daran, dass die Börse ja diese immer vorwegnimmt und deswegen, wenn du in der Rezession schon kaufst, dann nimmt die Börse einfach den nächsten Aufschwung schon wieder vorweg, genauso wie im Boom, dann nimmt sie den Abschwung entsprechend schon wieder vorweg. Makrodaten sind sehr zuverlässig, wenn sie richtig kombiniert werden, aber sie eignen sich überhaupt nicht für das Timing von Käufen und Verkäufen, da mehrere Monate oder sogar Jahre vergehen können, bis sich Entwicklungen am Aktienmarkt zeigen. Ja, du bekommst damit also nur so einen Satz an Indizien, aber bis das wirklich dann sich auswirkt, das kann dauern. Ein Beispiel ist hier die inverse Zinsstrukturkurve, die sehr zuverlässig eine kommende Rezession anzeigt, aber im Regelfall 1 bis 2 Jahre zu früh, während der Aktienmarkt weiter steigt in dieser Zeit. Und wenn du eben da zu früh aussteigst, dann verpasst du ganz viel des Aufschwungs. Die Fundamentalanalyse auf Unternehmensebene umfasst Kennzahlen wie das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das KUV, das Kurs-Umsatz-Verhältnis, das KBV, also das Kurs-Buchwert-Verhältnis oder die Dividendenrendite als Beispiele. Diese Kennzahlen haben nur eine Aussage im Vergleich mit Vergangenheitsdaten desselben Unternehmens bzw. mit Unternehmen derselben Branche. Alles andere führt einfach nur zu völlig unbrauchbaren Vergleichen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, in fundamental günstige Unternehmen zu investieren, das heißt solche mit niedrigem KGV, KUV oder KBV. Langfristig, auf Sicht mehrerer Jahre, steigen die Kurse dieser Aktien, sofern das Unternehmen über eine starke Marktposition verfügt. Das ist genau der Ansatz, den Value-Investoren verfolgen, also so wie der Herr hier auf dem Bild, Warren Buffett. Jedoch kommt es nicht selten vor, dass es Jahre dauert, bis die Kurse dieser Unternehmen steigen, wohingegen teure Aktien von einem Hoch zum nächsten klettern. Das liegt einfach daran, dass viele Anleger nur nach Aktien suchen, die steigen und diese einfach auch kaufen, eben weil sie steigen. Weil gerade dieser Herr hier sagt, es gibt keinen dümmeren Grund, Aktien zu kaufen, weil sie steigen. Genauso gibt es keinen dümmeren Grund, Aktien zu verkaufen, nur weil sie fallen. Seid aber bitte bewusst,
Du kannst noch so gut analysieren, es gibt keine Garantie dafür, dass eine Aktie auch steigt, nachdem du sie gekauft hast. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich dann um dein Risikomanagement kümmerst. Nicht umsonst ist das Risikomanagement die wichtigste Fähigkeit im Börsenhandel. Und drum melde dich unbedingt zu meinem Kurs an, den ich dazu gemacht habe. Hier erfährst du mehr dazu. Hier kommt dein dreiteiliger Videokurs, damit auch du mit dem System der Profis nachhaltig Geld an der Börse verdienst. Das ist das Geheimnis der erfolgreichsten Investoren. Ich zeige dir die wichtigste Fähigkeit im Börsenhandel. Hast du Aktien in deinem Depot, die tief im Verlust stehen, aber du hoffst noch, dass sie irgendwann den Einstandskurs wieder erreichen? Stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn du kein Geld mehr an der Börse verlierst. Stattdessen hast du ein Depot voller Gewinneraktien. Investiere wie ein Profi ist dazu dein passgenauer Schlüssel. Melde dich jetzt über den Link unter dem Video an. Kommen wir als nächstes zur technischen Analyse. Die technische Analyse kümmert sich nicht um fundamentale Daten oder darum, was du analysierst, also zum Beispiel Aktien, Indizes, Rohstoffe, Kryptos oder so weiter. Das ist der technischen Analyse egal. Die schaut sich einfach den Chart an. Die Idee der technischen Analyse ist es, aus den Kursbewegungen der Vergangenheit auf die wahrscheinliche Bewegung in der Zukunft zu schließen. Dabei handelt es sich um eine Heuristik, das heißt Erfahrungen aus der Vergangenheit, die sich so immer wieder gezeigt haben. Und daraus wurden Regeln abgeleitet. Aber die technische Analyse ist demnach kein Naturgesetz, ja, sondern lediglich aufgrund von Vergangenheitsmustern, die sich immer wieder zeigen, hat man einfach Regeln abgeleitet. Trotzdem ist sie immer mehr eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, da viele Menschen daran glauben und danach handeln. Außerdem arbeiten Computeralgorithmen überwiegend mit der technischen Analyse und handeln nach Signalen, die sie daraus bekommen. Deshalb kannst du sie dir zunutze machen und ebenfalls danach handeln. Es geht bei der technischen Analyse immer darum zu erkennen, ob ein bestehender Trend intakt ist, sodass du in die bestehende Trendrichtung investieren kannst oder ob eine Trendumkehr bevorsteht. Also wenn ein Aufwärtstrend besteht, dann kannst du entsprechend auch in Richtung dieses Aufwärtstrends investieren. Natürlich geht das auch mit einem Abwärtstrend. Letzteres, also die Trendumkehr, ist weitaus schwieriger zu erkennen, denn auch bekannte Umkehrformationen wie Doppeltops, Doppelböden oder SKS, also Schulterkopf-Schulterformationen, sind nicht immer ganz einfach zu erkennen und auch nicht immer zuverlässig. Außerdem musst du in der technischen Analyse immer zwischen einem Trendbruch und der Bestätigung eines neuen Trends unterscheiden. Zum Beispiel bedeutet ein gebrochener Aufwärtstrend noch keinen bestätigten Abwärtstrend, sondern erst einmal eben nur einen gebrochenen Aufwärtstrend. Das muss man unterscheiden. Zumeist ist es leichter, den Boden eines starken Abwärtstrends zu erkennen, da in dieser Situation alle Indikatoren stark überverkauft sind, so nennt man das in der technischen Analyse, als das Ende eines Aufwärtstrends, das so gut wie gar nicht zu erkennen ist, weil es einfach, obwohl Aufwärtstrend ist meistens so, obwohl hier eine starke Überkauftheit vorliegt, wie man das nennt, der Markt einfach immer weiter und weiter und weiter steigt, weil trotzdem immer weiter Geld hineinfließt. Deswegen, das ist deutlich schwieriger zu erkennen als, wie gesagt, solche Bodenböden. Außerdem musst du bei der Bestimmung eines Trends sehr stark auf die Zeitebene achten. Was meine ich damit? Im Monatschart sieht der Trend anders aus als im Wochenchart und dort wiederum anders als im Tageschart. Du musst also hier schon die richtige Zeitebene auswählen. Und gerade wenn du längerfristig investierst, zeigen dir Monats- und Wochencharts das verlässlichere Bild. Meistens schauen die Leute hier nur im Tageschart oder dann noch in die ganz kurzfristigen Runden auf die Stundenebene, auf Minutenebene. Du musst in die lange Frist gucken. Dort siehst du als Investor wirklich den Trend. Ja, was machen wir also jetzt? Wir kombinieren die beiden Dinge am besten. Sowohl die Fundamentalanalyse als auch die technische Analyse haben ihre Stärken, die sich ideal ergänzen. Beachte, wir gehen hier von langfristigen Investoren aus, die bereit sind, eine Aktie oder einen ETF über mehrere Jahre zu halten.
Je kurzfristiger dein Anlagehorizont, desto unwichtiger wird die Fundamentalanalyse. Ja, das kannst du dir ganz einfach daraus auch herleiten. Wie ich vorhin gesagt habe, die Fundamentalanalyse eignet sich nicht für das Timing der Märkte, sondern die zeigt dir letztlich eben die grundlegenden Daten und damit gibt sie dir die Begründungen letztlich auch und das gesamte, das große Bild, aber das Timing, das geht halt nur mit der technischen Analyse. Bei Daytradern spielt sie überhaupt keine Rolle, die Fundamentalanalyse. Diese handeln ausschließlich nach technischen Signalen. Der Investor aber beginnt mit der Fundamentalanalyse und filtert darüber eine günstige Phase im Konjunktur- und Börsenzyklus heraus, sowie attraktiv bepreiste Unternehmen aus den führenden Branchen. Also die, die auch wirklich entsprechend eine gute Chance haben, auch gut oder entsprechend stark zu steigen. Die Fundamentalanalyse liefert als Ergebnis jedoch nur, in welche Werte du überhaupt investieren solltest, beziehungsweise ob du über einen Verkauf nachdenken solltest. Ja, wenn du schon sehr weit fortgeschritten bist, die Aktie vielleicht hast, dann sagt dir die Fundamentalanalyse, na, du solltest vielleicht mal langsam über einen Verkauf nachdenken. Wir sind im Konjunkturzyklus schon sehr weit, die Aktie ist vielleicht sehr teuer. Du solltest drüber nachdenken. Sie sagt aber noch nichts darüber aus, wann du das tun solltest, denn sie eignet sich nicht für das Timing, wie schon ein paar Mal gesagt. Hierfür nutzt du dann die technische Analyse. Warte geduldig auf das Ende einer Korrektur oder sogar eines Bärenmarkts, um zu kaufen. Die Charts zeigen dir, wann eine Übertreibung nach unten stattfindet. Du kannst auch warten, bis der Abwärtstrend gebrochen wurde und dann einsteigen. Willst du in Tranchen kaufen, holst du dir die dritte Tranche, sobald ein neuer Aufwärtstrend bestätigt wurde. Also du kannst das quasi so machen, wie du es hier siehst. Wenn du siehst, jetzt sind wir wirklich in so einer Übertreibung nach unten, dann kaufst du eine erste Tranche. Sobald der Abwärtstrend gebrochen wurde, dann ist das schon wieder ein positives Signal, kaufst du eine zweite Tranche und wenn dann wirklich ein Aufwärtstrend bestätigt wurde, dann kaufst du entsprechend eine dritte Tranche. Nachkäufe bieten sich nach jeder Korrektur an, also kannst du dann einfach entsprechend dazu kaufen. Umgekehrt kannst du auch Teilverkäufe anhand des Charts vornehmen. Also wenn du entsprechend weit nach oben gelaufen bist, dann kannst du Teilverkäufe vornehmen oder wenn eben ein Aufwärtstrend gebrochen wurde, dann solltest du wieder verkaufen und sollte sich gar ein Abwärtstrend bestätigt haben, ja, dann solltest du wirklich entsprechend deine Position auch schließen. Abschließend lässt sich so sagen, Fundamentalanalyse und technische Analyse zusammen bilden für den Anleger wirklich ein perfektes Team. Mit der Fundamentalanalyse kannst du bestimmen, in welche Aktien und ETFs du dein Geld investieren möchtest. Auf der anderen Seite, die technische Analyse, die liefert dir dann das genaue Timing für Kauf oder auch Verkauf deiner Aktien oder ETFs. Achte bitte darauf, und das ist ganz wichtig, dass du nur dann investierst, wenn dir Fundamentalanalyse und technische Analyse das gleiche Ergebnis liefern. Es könnte zum Beispiel sein, dass du eine Aktie hast, die ist fundamental günstig bewertet, aber sie befindet sich in einem intakten Abwärtstrend. Dann lass bitte die Finger davon. Es gibt irgendeinen Grund, auch wenn du den nicht kennst, warum es mehr Verkäufer als Käufer am Markt gibt. Versuch da nicht schlauer zu sein als der Markt. Es wird dir nicht gelingen. Also achte wirklich darauf, dass beide dir anzeigen, dass du wirklich kaufen kannst. Was nutzt du in deinem Börsenhandel? Fundamentalanalyse oder technische Analyse? Und welche Aspekte dieser Themen interessieren dich näher? Worüber soll ich mal ein eigenes Video machen? Schreib mir das alles gerne unten in die Kommentare und dort können wir natürlich auch sehr gerne weiter diskutieren. Zunächst wünsche ich dir aber alles Gute für deinen Investmenterfolg und bis zum nächsten Mal. Dein Christian.